Die Flugschüler des Düsseldorfer Aero-Clubs wollen heute noch hoch hinaus. Jeden Sonntag treffen sich die Segelflugbegeisterten allen Alters auf ihrem Flugplatz in Düsseldorf-Grafenberg. Bevor es losgeht, müssen die Flugzeuge aus dem Hangar zur Startbahn gebracht werden. Auch der Windenwagen, der die Flugzeuge am Seil hochzieht, und der Tower für die Flugleitung fahren auf ihre Position. Bevor die Flugzeuge jedoch abheben dürfen, müssen diese auf ihre Flugtauglichkeit überprüft werden. Dafür laufen die Flugschüler einmal außen um das Flugzeug herum, um es auf eventuelle Schäden zu überprüfen und die Funktion der Steuerflächen sicherzustellen. Nach dem Anlegen des Fallschirms und dem Einstieg ins Cockpit geht der Flugschüler dann die Checkliste durch. Pedale eingestellt und eingerastet. Alle Bedienelemente sind erreichbar. Luftbremse geprüft. Eingefahren, verriegelt. Als nächstes wird das Schleppseil eingehängt. Es ist etwa 1 Kilometer lang und das andere Ende ist mit dem Windenwagen verbunden. Dieser zieht dann für den Start das Seil ein. Nun kontaktiert der Tower die Winde und der Flug kann beginnen. Wir haben die K13 doppelsitzig am Straßenseilstart. Klar, bitte soll anziehen. ASK13 Rest 3 Startgleich, ziehe ein Luftraum 2 aus dem Kopfstoffwagen. Die Winde beschleunigt dabei das Flugzeug in weniger als 3 Sekunden auf über 100 Stundenkilometer. In etwa 350 Metern Höhe klingt der Pilot das Seil aus und das Gleiten kann beginnen. Je nach Wetterlage kann ein Flug mehrere Stunden dauern und es können sogar mehrere hundert Kilometer geflogen werden. Und so geht nach der erfolgreichen Landung ein weiterer Tag am Flughafen Grafenberg zu Ende.